Heftige Schlachten finden derzeit hinter den Kulissen statt. Es geht um nicht weniger als 5 EU-Spitzenposten. Doch ob der Sondergipfel etwas bringt? Völlig offen Brüssel, der EU-Sondergipfel am Sonntag soll den Durchbruch bei der Vergabe der 5 europäischen Spitzenposten bringen. Im Zentrum steht die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Zudem geht es um die Ämter des EU-Ratspräsidenten, des Außenbeauftragten, des Parlamentspräsidenten. Den Themen des Chefs der Europäischen Zentralbank, EZB. Die Szenarien in dem komplexen Personalpapier sind ebenso vielfältig wie ungewiss. Vergangene Woche sind die EU-Staats- und Regierungschefs bereits einmal an dem Personalpaket gescheitert. Es muss möglichst ausgewogen nach Parteien, Proporz, Geschlechterverteilung sowie regionaler Herkunft ausfallen. Ein vom Gipfel vorgeschlagener Juncker-Nachfolger braucht darüber hinaus eine Mehrheit im EU-Parlament. Dort pochen Konservative und Sozialdemokraten als stärkste und zweitstärkste Fraktionen weiter darauf, dass nur ein Spitzenkandidat bei der Europawahl Kommissionschef werden kann. Gipfelszenario 1. Merkel setzt Webel durch, Franzosen bekommen die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, müsste hart kämpfen, damit der konservative Spitzenkandidat Manfred Weber, CSU, den Kommissionsposten noch bekommt. Grund ist der massive Widerstand von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und anderer Regierungschefs aus dem liberalen Lager. Macron hält Weber wegen fehlender Regierungserfahrung schon fachlich nicht für geeignet. Merkel könnte Paris den Posten des EZB-Chefs anbieten. Ob das Macron noch umstimmen kann, ist aber äußerst fraglich. EU-Gipfelszenario 2. Weber gibt auf und überlässt Timmermans das Feld. Webers konservative Europäische Volkspartei, EFD, diskutierte nach AFP-Informationen zuletzt ein Szenario, in dem der sozialdemokratische Spitzenkandidat Franz Timmermans Kommissionschef wird. Als Trostpflaster für Weber bliebe der Posten des EU-Parlamentspräsidenten für 5 Jahre, also gleich 2 Amtszeiten. Zudem würde die EFD das Amt des EU-Ratspräsidenten beanspruchen.
Macrons Liberale als drittstärkste Fraktion erhielten den Posten des EU-Außenbeauftragten und womöglich der EZB.Gipfelszenario. Der Gipfel schlägt Vestager vor. Die liberale Margrethe Vestager gilt als mögliche Präferenz Macrons. Mit der auch von Merkel gelockten dänischen Wettbewerbskommissarin bekäme erstmals eine Frau den Kommissionsposten. Vestager kann zudem noch als halbe Spitzenkandidatin durchgehen, da sie Teil eines Wahlspitzenteams der Liberalen war. Doch die Sozialdemokraten fordern für diese Variante den Posten des EU-Ratspräsidenten, wie es von Verhandlungsführern heißt. Dann bliebe für die FDP aber keiner der beiden Spitzenposten in Rat und Kommission. Gipfelszenario 4. War mehr als. Kommissionschef, Deutschland bekommt die Ex-blockieren sich die Spitzenkandidaten gegenseitig, könnte Brexit-Chef und der Händler Michel Barnier als Juncker Nachfolger ins Spiel kommen. Mit den Konservativen bekäme jedoch ein Franzose den Kommissionsjob, den eigentlich der deutsche Wege übernehmen sollte. Dies wäre wohl nur möglich, wenn Deutschland im Gegenzug den EZB-Chefposten erhält, etwa für Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Gipfelszenario. Viele weitere Namen mit ungewissen Erfolgsaussichten in Brüssel kursieren. Viele weitere Namen, die notfalls eine Lösung bringen sollen. Im Gespräch sind unter anderem Irlands Regierungschef Leo Varadkar, Litauens scheidende Präsidentin Dalia Grybauskaitė, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte oder Weltbankgeschäftsführerin Kristalina Georgieva. Offiziell beworben hat sich bisher niemand, wohl auch wegen der äußerst ungewissen Erfolgsaussichten. Gipfelszenario 6. Der Gipfel. Kann sich nicht einigen, scheitert der Gipfel erneut, wäre zunächst das Parlament am Zug. Es will am Mittwoch seinen Präsidenten wählen. Damit wäre einer der 5 Top-Jobs vergeben. Die Partei, die ihn bekommt, hätte keine oder geringere Ansprüche auf die anderen Spitzenposten. Die Staats- und Regierungschefs müssten in dieser Hängepartie danach erneut zu einem Sondergipfel zusammenkommen, um sich auf die Vergabe der anderen Ämter zu einigen. GPA